So, hallo Leute, mein Name ist Markus Klettke und heute machen wir ein kleines bisschen ein anderes Video oder beziehungsweise ein anderes Thema, denn heute geht es um das Millennium GSP 1000. Was es im Prinzip ist, wir haben es hier zu tun mit einem Akustikgitarrenständer, damit man einfach als E-Gitarrist nicht die Gitarre einfach beim Live-Spielen ständig wechseln muss. Und wir machen jetzt das Ding zusammen auf und probieren es auch gleich mit meiner Preglove aus. Okay, dafür habe ich selbstverständlich wieder ein Unboxing-Messer. Und dann machen wir das mal auf. Ich habe mich selber wirklich damit beschäftigt. Und ja, wir schauen uns einfach mal an, warum ich mir das Ganze gekauft habe. Ganz einfach. Ich wollte schon öfter mal so ein Teil haben, aber die Dinger von K&M kosten leider 138 Euro, glaube ich. Und das scheint jetzt die günstigere Version davon zu sein. So. Perfekt. Okay. Ja. Schauen wir es uns einfach mal an. Ein Knoten. Perfekt. Also auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal schaue, sieht schon mal, also ich habe natürlich einige negative, Rezensionen natürlich gelesen und war mir auch erst nicht sicher, ob ich es bestellen sollte, aber ich dachte, hey, für 29 Euro, probier es doch einfach mal aus, wenn es gut ist, behältst es, wenn es schlecht ist, schickst es einfach wieder zurück und ja, alles klar. Es kommt übrigens komplett ohne Anweisung. Also ich denke mal, demnach wird es auch relativ selbsterklärend sein. So, ich nehme mal an, dass das das Teil ist, wo die Gitarre drauf kommt. Ja, von der ganzen Konstruktion erstmal, es sieht recht wertig aus. Also ja, ich meine, gut, was will man jetzt groß über den Ständer erzählen, ne? Machen ihn jetzt ganz einfach mal auf, stellen ihn mal hier hin. So, wie rum kommt das drauf? Hier sind auf jeden Fall so kleine, noch drunter so kleine Schrauben, wo dann die Gitarre praktisch eingeklemmt wird. Machen wir die beiden einfach mal auf. So, ich nehme mal wirklich sehr stark an, dass man das Instrument so reinlegt, das Ganze dann zusammendrückt. So, alles klar. Ich nehme mal an, dass man das jetzt einfach hier zusammendrückt. Und dann theoretisch festzieht. Ja. Alles klar. Ist hier noch fest? So. Das sieht schon mal eingespannt aus, ne? So, probieren wir es mal. Nehmen wir es mal auf den Boden. Es ist auf jeden Fall scheiße schwer. So. Ja. Es hält auf jeden Fall schon mal gut. So, jetzt können wir wahrscheinlich hier an der Schraube noch das ganze Ding nach oben buxieren. Hey, hätte es gedacht. So, dass es dann ungefähr so steht. So. Das Ganze machen wir jetzt auch mal schön, um festzustellen, dass wir viel zu weit oben sind. Also, werden wir es noch ein Stück wieder runter machen. Also der Unterschied, denke ich mal, zu den höherpreisigen ist auf jeden Fall, dass bei den K&M ist es, glaube ich, sogar möglich, die Gitarre dann leicht anzukippen, dass sie praktisch einen besseren Winkel hat, wenn man noch mit dem zweiten Instrument dasteht. Aber auf jeden Fall sieht es schon mal gar nicht so schlecht aus, wie ich finde. Jetzt werde ich die Kamera noch ein kleines Stückchen justieren. Perfekt, also so sieht das Ganze dann aus. Ich denke mal, dass es sich auf jeden Fall
es lässt sich auf jeden Fall gut spielen. Jetzt probieren wir noch Folgendes aus. Wir nehmen uns noch eine E-Gitarre für das, wofür wir es eigentlich gekauft haben. Also wir haben die E-Gitarre und möchten nur zwischendurch mal in dem Song vielleicht dann mal zur Akustikgitarre wechseln. Also wir spielen E-Gitarre. So, und jetzt brauchen wir einfach für einen Song die Akustikgitarre. Ja, also ich sag mal, es funktioniert. Check das Ding auf jeden Fall mal aus. Ich werde es jetzt auf jeden Fall mal live testen. Und von der Butter aus jetzt, dass es nur 29 Euro kostet, glaube ich, kann man damit überhaupt nichts falsch machen. Mir hat es wie immer Spaß gemacht und macht's gut.